Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch Go auf dem Kisedo Go-Server. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich spiele hier als 9. Kyo gegen einen 10. Kyo und zwar gegen jemand, der Sanrensei spielt. Finde ich in Ordnung. Dieser Zug hier ist defensiv und der auch. Und das steht ein wenig im Widerspruch zum Sanrensei. Normalerweise ist Sanrensei eine Angriffsformation und sollte entsprechend gespielt werden. Hier begnüge ich mich mal damit, ganz solide diesen Stein zu bedrängen. Gehe jetzt hier unten durch. Und was, wenn er runter geht? Gehe ich dahin? Geht er dahin? Also eigentlich sollte man diese Gruppe attackieren. Die Frage ist nur, wie am besten. Er geht hierhin, ich gehe dahin. Also der hat dann die Möglichkeit zu schneiden. Ich spiele das, er geht runter. Komische Situation. Bin ich ganz sicher. Ja, ich glaube, diese Gruppe in Schwierigkeiten zu bringen, wird nicht falsch sein. Dieser Zug von Schwarz ist nicht korrekt. Es wäre besser, hier bei A zu spielen. Schauen wir uns mal an, was passieren würde, wenn Schwarz hier auf A setzt und Weiß, das befürchtet ja Schwarz hier, eben den Stein fängt. In diesem Fall könnte Schwarz nach unten gehen und dann wäre die Gruppe A hier in der Ecke isoliert. Schwarz könnte rausgehen ins Zentrum, würde aktiv an der Partie teilhaben. So hingegen, wenn eben dieser Zug nicht gemacht wird, sondern Schwarz hier spielt, sagt Schwarz, es macht mir nichts aus, wenn Weiß mich hier umschließt und ich sozusagen hier klein lebe. Das ist aber in so einer frühen Phase des Spiels keine gute Idee. Wenn man dafür etwas kriegt, klar kann man so eine lokale Gruppe etablieren, wenn man die Außengruppe geschwächt hat oder so, aber sich einfach hier darauf einzulassen, dass man quasi umschlossen wird, das ist zu wenig. Also besser wäre dieser Zug. Okay, also wenn ich das mache, er macht das, mache ich das. Okay, fein, fein, fein. Dann haben wir ja hier so ein bisschen profitiert. Und deswegen glaube ich, macht es gut, hier ein bisschen Stärke aufzubauen. Aber ich würde gerne nochmal zu der Gruppe zurückkehren. Einfach um ja, sie komplett zu umrunden. Mir geht es nicht darum, sie zu töten. So. Und ich glaube, man kann die hier sogar aufgeben. Also wenn das jetzt das Potenzial ist. Wobei, ich weiß gar nicht, ob man es muss.
Ja, wohl sieht problematisch aus. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Gruppe lebt, wenn ich den mache. Ja, das ist zu klein. So, dieser Zug von Schwarz ist nicht korrekt. Und ich glaube, man kann sich auch gut vorstellen, warum das so ist. Hier ist Schwarz so präsent, es braucht keine weitere Verstärkung. Klar droht jetzt Schwarz mit dem Zug, die Steine bei A zu fangen. Okay, aber wesentlich wichtiger wäre doch hier bei B zum Beispiel dieses weiße Einflussgebiet aufzubrechen. Da ist so viel mehr Profit zu holen, als hier lokal zu spielen, wo im Grunde die Situation ja geklärt ist. Also das macht nicht viel Sinn. Besser wäre ein Zug bei B. So, und jetzt versucht er hier zu siedeln, okay. Schauen wir uns das an. Ich spiele mal den ersten, den zweiten. Ja, und dann können wir gucken. Hier bildet sich wieder eine Riesenwand. Und hier versucht jetzt mein Gegner zu leben. Okay. Ja, das geht in der Regel schief. Ich gehe mal einfach weiter. So, dieser Zug von Weiß ist ein Fehler, und zwar ist es ein Richtungsfehler. Die Gruppe A hat wenig bis keine Aussichten, irgendwie zwei Augen zu machen. Das heißt also, da muss man jetzt nicht zu ängstlich sein mit diesem Zug hier, um zu sagen, okay, jetzt wird das auch kein Auge, sondern wesentlich besser und passender für die Gesamtstrategie wäre ein Zug hier oben. Es ist ja nicht zu befürchten, dass Schwarz hier einfach durchmarschiert, da könnte Weiß ja blocken und dann muss man sich mal angucken, was das für ein gigantisches Zentrum ist. Also das würde viel, viel mehr Sinn machen, als hier nur diesen Turn zu spielen, denn die Gruppe ist sowieso erledigt und das, was Weiß hier gewinnen kann, ist sehr viel größer. Verbinde. Und nur um hier nichts anbrennen zu lassen, sichere ich die. Er wirft rein, ich nehme raus, er gibt Atari, okay. Ja, die umschließen, ist glaube ich eine gute Idee.
Und den weiß ich nicht, ob der unbedingt notwendig war. Aber das war es jetzt dazu, okay. Warum macht er denn? Ja, ich glaube, da brauchen wir nur noch reduzieren. Und dann war es das im Wesentlichen, ja. Und das bestätigt das, was ich sagte. Das Sandrin C ist eine Offensivstrategie und mit Defensiven kommt man da nicht so gut voran. Hier kann man noch Drohnen. Den kann er noch machen. Und den. Ich glaube, hier hätte er früher agieren müssen. Gibt es noch was? Ja, hier. Ja, man sieht, das Zentrum ist zu groß, insbesondere weil die Gruppe ja nicht lebt. Ja, wir werden gleich mal in der Übersicht schauen, wo Schwarz hätte angreifen können.
Ja, und ich glaube, das wär's dann. Er kann Atari geben. Ich gehe dahin. Aber das war's. Okay. Ach, da waren noch zwei. So, 42 Punkte. Okay, dann schauen wir mal rein. Gut, dann schauen wir uns die Partie nochmal im Überblick an. Also, es ging so los. Schwarz spielt Sanrensei. Und Sanrensei von der Strategie her sollte angreifen. Das ist kein Angriff, das ist ein Verteidigungszug. Und macht nicht so viel Sinn. Sowas wäre denkbar. Weiß springt, wäre jetzt so ein Oldschool-Joseki und dann ist das der Tausch. Weiß bekommt das, Schwarz bekommt das. Das wäre die Idee. Aber sich darauf einzulassen, nur defensiv hier oben den Rand zu schützen, um dann einzudringen, das widerspricht der grundsätzlichen Eröffnungslehre. Also macht nicht viel Sinn. Außer, ich würde es noch mit der Einschränkung aussprechen, man ist jetzt unglaublich versiert im Kleinhacken von Einflusszonen, aber selbst dann wäre die andere Strategie effizienter. Also davon ist abzuraten. So ging es weiter und jetzt sieht man eben, was ich gemeint habe, Schwarz dringt da ein, Weiß beschränkt sofort den Raum und jetzt ist Schwarz damit beschäftigt, lokal zu leben. Und selbst wenn ihm das gelingt, wird es zu einem Preis geschehen und der Preis ist in der Regel, dass Weiß dann Außeneinfluss erlangt. Hier würde Weiß sogar die linke untere Eckgruppe opfern, um eben dieses gewaltige Zentrum zu erobern. Ja, das ist jetzt von beiden nicht ganz korrekt gespielt. Da wären andere Züge möglich gewesen, aber Weiß lebt jetzt hier jedenfalls in der Ecke. Und dann fährt Weiß fort, das Zentrum zu besiedeln. Und jetzt scheint es so, als ob Schwarz einfach irgendwo reinsetzt. Also auch auf der vierten Linie, wo es sehr schwer ist, hier unten zu Fuß zu fassen, Weiß blockt das Zentrum, drückt Schwarz zusammen. Und ich glaube, was sich Schwarz eben nicht vorstellen kann, ist, selbst wenn Schwarz hier ein paar Punkte bekommt, das Zentrum ist immer noch viel, viel größer. Und jetzt haben wir eben den Fall, dass jetzt die dritte dieser Aktion startet. Also es ging ja los mit einer Invasion. Hier, dann, ich weiß nicht, hier und jetzt kommt das und die schlägt fehl. Und das ist tatsächlich etwas, was man häufig in dieser Situation beobachten kann. Man kann nicht erst eine Reihe von Zügen an einem Ort machen und dann hoffen, mit dem Rest seiner Steine das klein zu hauen, was der Gegner aufbaut. Also, dass diese Strategie hier fehlschlägt, ist vollkommen klar. Und damit hat Schwarz die erste tote Gruppe und versucht jetzt mit der Gruppe im Zentrum zu siedeln. Hätte Weiß geschickter gespielt, dann hätte man das auch noch verhindern können, aber es gab gar nicht die Notwendigkeit, weil ja, dieser Raum hier ist so gewaltig. Die Gruppe ist tot. Das war klar, dass das sehr schwierig würde, da noch etwas gegen zu tun. Und als dann Weiß die Vorteile sieht, braucht er nur noch Sente-Züge zu machen, die eben das Geschehen forcieren.
Und dann war klar, dass Schwarz die Partie so nicht gewinnen kann. Was können wir aus dieser Partie lernen? Also, es ist, finde ich, gegen das Sanransay nichts einzuwenden. Ich finde, für uns Amateure ist das durchaus eine gute Eröffnungstheorie oder eine gute Eröffnungsstrategie, aber man muss sie dann auch so einsetzen, wie sie gedacht ist, nämlich als Angriffsinstrument und nicht 5, 6, 7 Züge defensiv machen und dann hoffen, im weiteren Verlauf alles wieder rauszuholen. Also das gelingt so gut wie nie, davon ist abzuraten. Ja, war eine recht kurze Partie. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Bye bye.